Servus und grüß euch Leuteln und herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo. Heute, wie im Titel steht, ein Allround-Dressing. Also ein Dressing, was man für fast alle Salate verwenden kann. Und für saure Wurst, für sauren Graukäse, für Wurstsalat und. Also ein Grunddressing, was eigentlich jedem schmeckt. Also dir vielleicht nicht, aber es schmeckt auf jeden Fall sehr lecker und geht relativ schnell. Wir labern nicht lang, fangen an. Nur kurzer Hinweis. Wenn ihr nichts verpassen wollt, auf ein Abo, würde mich übelst freuen. Like, Kommentar, bla bla bla, Algorithmus und so ein Shit. Okay, wir fangen an, labern nicht lang und los geht's. Okay, fangen wir an mit der Zusammenstellung, was relativ simpel geht. Nur wichtig ist, dass man die Reihenfolge auch wie im Video beibehält. Okay, fangen wir an. Zuerst geben wir den Apfelessig dazu. Sehr schön. Dann fangen wir das zu würzen an, dann geben wir unseren Zucker dazu. Okay, nach dem Zucker geben wir unser Salz hinzu, dann unseren Pfeffer und dann fehlt nur noch unser Estragon-Senf. Ganz normaler, klassischer Estragon-Senf. So, den löffeln wir da wunderschön hinein, nichts bleibt zurück und dann fehlt nur noch unser Wasser. Gut. Ihr könnt das in eine Rührschüssel geben und jetzt mit dem Schneebesen alles verrühren, wenn ihr das so gemacht habt. Aber wenn ihr ein dichtes, also es sollte wirklich dicht sein, wenn man das jetzt macht, Gefäß habt, dann könnt ihr das einfach raufschrauben. Simpler geht's gar nicht mehr. Und wie gesagt, ansonsten mit dem Schneebesen jetzt verrühren und wir machen das. Wir haben das einfach geschüttelt und jetzt sieht man schon, schaut es schon relativ super aus, aber es wäre noch zu flüssig. Da fehlt noch eine Kleinigkeit und zwar unser Sonnenblumenöl. Prost! Natürlich saufen wir das nicht und geben das einfach dazu. Wenn ihr das jetzt mit einer Rührschüssel macht, gebt es das langsam dazu und verrührt es schön. Aber da ich generell immer dieses Gefäß empfehlen würde, weil man es immer wieder aufschütteln kann, spielt es keine Rolle und wir können lustig alles auf einmal reinlernen. Aber einfach nur zum Zeigen, wie man es machen würde in einer Rührschüssel. Man gibt es wirklich schön langsam so dazu. Aber da wir keine Rührschüssel haben, batz, einfach rein mit dem Spaß. Deckel wieder drauf und schütteln den Spaß wieder. So, jetzt ist mir zu heiß. So, das haben wir jetzt gute 10 Sekunden richtig kräftig geschüttelt und jetzt öffnen wir das und schauen wir mal hinein. Und jetzt sieht man, schaut schon relativ cool aus. Wenn man das jetzt dicker haben will, gibt man mehr Sonnenblumenöl dazu. Aber für meine Bedürfnisse ist das der Hit, weil es bindet auch alle Salatblätter und so. Jetzt nur noch probieren und das war schon das ganze Video. Also, probieren und weiter geht's. Okay, jetzt kommt's probieren, aber ich habe noch was vorbereitet und zwar habe jetzt hier das Dressing und damit ihr mal seht, wie das in der Konsistenz jetzt ausschaut, also damit ihr seht, das hat gebunden und alles mit dem Öl, schauen wir es jetzt einmal unter der Creme an. Und ich glaube, da sieht man schon ganz gut, wie schön es das Öl untergearbeitet hat. Es bleibt nichts zurück und es löst sich auch nicht. Aber wenn ihr das jetzt im Kühlschrank lagert, lagert ihr das mit verschlossenem Deckel, könnt ihr auch ein anderes Gefäß nehmen, wenn ihr das jetzt noch brauchen würdet, stellt es einfach hinein, kühl lagern, einfach zum Obst- und Gemüseregal dazustellen. Und wenn ihr es dann vor Verbrauch habt, werdet ihr sehen, das Öl setzt sich ab, weil es nicht schön untergerührt wurde. Ist aber gar kein Problem. Dann würde sich das absetzen und ihr schüttelt einfach. Somit war es das. Jetzt noch der Geschmackstest. Aber der wird on point sein. Da sieht man nochmal, wie cool das schön schon gebunden ist. Also ist schon einfach. Einfacher geht's nicht. Ja, perfekt. Natürlich kann man das jetzt mit Brot oder Salat probieren. Aber wir sind zufrieden. Also somit würde ich sagen, das war das ganze Video, ist sehr kurz, aber egal. Okay, haut's rein, euer Lenny Lexo. Viel Gelingen, gutes Gelingen, viel Glück und gutes Gelingen. Bis zum nächsten Mal, haut's rein und bye bye.